das Problem mit der Ölsperre unten hatten. Thank you.
Verordnung. Thank you.
Firma Leipzig wurde heute Morgen am 3. April gegen 6 Uhr alarmiert zu einer eingelaufenen Brandmeldeanlage. Bereits die ersten eintreffenden Einsatzkräfte haben aber bemerkt, dass es sich um einen größeren Einsatz handelt, da die Halle bereits im Vollbrand gestanden hat. Die ersten Einsatzkräfte haben sofort nachgefordert und werden am Ende zum Stichwort B3 Großbrand erhöht. Wir haben hier aktuell über 70 Einsatzkräfte mit über 20 Einsatzfahrzeugen im Einsatz und hoffen heute noch die Brandbekämpfung abschließen zu können. Aktuell können keine Einsatzkräfte in das Gebäude eindringen, da die Halle einsturzgefährdet ist. Aufgrund der gelagerten Materialien hier in der Halle, vor allen Dingen Elektromaterialien, führen wir ständig in der näheren Umgebung Messungen mit unserem Erkundungskraftwagen durch.